Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 Vampire. Drago sitzt mal wieder auf dem Pott, müsste aber eigentlich zur Arbeit. Zur Arbeit gehen, mein Lieber. So, du hast deine Tagesaufgabe abgeschlossen, okay. Du könntest Unterricht nehmen bei der Lea. Können wir gerade mal schauen. Vampir. Um Vampirtraining bitten, genau. Hallo? Mehr Auswahl, Vampir. Ein Vampirtraining bitte. Geht auch. Ist doch nicht so kompliziert. Wozu hast du schließlich einen Obervampirin im Haus, ne? Gut gemacht. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Tagesaufgabe? Nicht begonnen. Darfst du mal da oben machen. Hier steht ja der schickere PC. Mehr Auswahl, Kontakte knüpfen, in Foren provozieren. So, du musst auch noch in Foren provozieren, mein Lieber. Du kannst direkt sitzen bleiben. Kontakte knüpfen, in Foren provozieren. So. Gut macht ihr das, Mädels. Du könntest nochmal Vampir dunkle Meditation machen. So, du könntest auch gerade mal dunkle Meditation machen. Die zwei Meditierenden. Level 4 der Schelmfähigkeit erreicht. Gut. Sehr gut. So, dann könntest du nochmal ein Bild malen. Ein klassisches Gemälde. So, und bei dir können wir gerade mal gucken. Du hast doch jetzt Kraftpunkte. Was nehmen wir denn da? Vampirischer Schlummer. Mesmerisieren. Versetze einen anderen Sims in Trance. Das klingt auch nicht schlecht, oder? Oder die macht andere Sims in Vampire zu verwandeln. Das wäre natürlich auch noch was. Oder nehmen wir das mal? Nehmen wir das. Durst ist okay. Gut. Alles gut, Lea. Alles gut. Du bist noch nicht fertig mit deiner Tagesaufgabe, das weiß ich. Das seid ihr nämlich nie. So. Und du auch nicht. Hoppla. Geh du mal schön wieder hoch. In Foren provozieren, so. Was hast denn du eigentlich für Wünsche? Getränke bei einem einzigen gesellschaftlichen... Drei Getränke bei einem gesellschaftlichen Ereignis mixen. Okay. Klingt machbar. Oh, du hast sehr viele Zufriedenheitspunkte. Die Frage ist, was können wir denn bei dir überhaupt... Schlafersatz. Du schläfst ja eh fast nie. Großartige Erzählerin. Was kommt denn hier hinten Interessantes? 2250 haben wir. Okay. Sie ist unternehmerisch. Und das wäre noch was. Schamlos. Marktauglich.
Jugendtrank, den braucht sie ja nun wirklich so gar nicht. Machen wir mal das unternehmerisch. So. Ja, du freust dich, ne? Der hat auch schon 2370. Das ist viel. Was können wir denn da nehmen? Insta groß? Nee, eher nicht. Blitzleser wäre was. Und das können wir auch noch nehmen. Ne, könnten wir nehmen, wenn wir genug. Warten wir noch. So, du musst das ja auch noch trinken, fällt mir gerade ein. Wo hast denn du das? Normal muss sie doch da irgendeinen Trank trinken, oder? Oder? Okay. So, was machst du? In Foren provozieren, das ist gut. Du bist auch noch dran, das ist gut. Du bist noch nicht fertig, mein Lieber. So. Ja. Was erzählst du denn? Oh, du bist schon fertig, Lea. Das können wir natürlich mal verkaufen. Und dann, mal ein selbstsicheres Gemälde, genau. 75% erledigt, das ist schon mal gut. Muss nur aufpassen, dass er jetzt nicht einfach Feierabend macht. Genau das. Dahin bitte. Du bist nämlich noch nicht fertig, mein Lieber. So, er hat's abgeschlossen, perfekt. Das ist eigentlich ein schöner Arbeitsplatz, finde ich. Wenn man sich das so anschaut, gefällt mir. So, wir können jetzt mal ein bisschen Krafttraining noch machen. Dehnen. Ja, du kannst auch hierhin trainieren. Noch 75%. Gleich dürft nicht mehr lange gehen, dann dürft es fertig sein. Da wollte ich hin. Ah, ist immer noch bei 75. Du könntest mal ein bisschen Gitarre üben. Oh ne, 14 Minuten bis zur Arbeit, dann lassen wir das. Mabesich. Abgeschlossen, perfekt. Quimbasso, genau. Du sollst eigentlich trainieren, mein Lieber. Das ist nicht trainieren, das ist vielleicht meditieren. Das ist trainieren, genau. So ist gut. Das darfst du mal gerade an Sammler verkaufen. Und dann kannst du den da mal reparieren. Meine liebe Lea. Es ist nämlich nicht gut, wenn das so britzelt. Die Spinne ist eklig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Da könnte man eigentlich auch noch, upsa, da könnte man auch noch Gemälde oder irgendwas hinhängen, ne? Du hast aber, glaube ich, keins im in der Tasche. Kartontanzfläche, hip hip hurra. Okay. Ja, den wollen wir verkaufen. So, du räumst doch gerne auf. Plaudert mit Dominik und Lea. Du kannst das wegwerfen, mein Lieber. Wie viele Stunden hast du noch? 4. Dann fangen wir kein Gemälde an. Du darfst aber eins nochmal malen, weil du nochmal ein selbstsicheres, genau. Was macht der Dominik? Sitzt auf dem Bett und starrt die Wand an. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Ich weiß auch nicht, ob das also so spannend ist. So. Aha, ich bin ja so cool. Wow. Was macht ihr jetzt? Kräfte zeigen. Okay. Habt ihr beide den gleichen Rang? Vampir-Novize und du bist auch Vampir-Novize. Okay. Heißt, können beide. Ihr könntet euch unterrichten lassen, ne? Aber 3 Stunden bis zur Arbeit. Wird knapp. Ich weiß nicht, ob den Müll rausbringen jetzt eine gute Idee ist. Dann glitzerst du nämlich und verkrukelst. Ein Meisterwerk. Glückwunsch, Lea. Aber das ist kein schönes Meisterwerk. Wirklich nicht. Das darfst du an Kunstgalerie verkaufen. Da gibt es schönere Meisterwerke. Das muss ich schon sagen. Mal du noch mal ein selbstsicheres Gemälde. Ach, da ist er. Okay. Ach so, ich hatte ja noch überlegt, wegen, was hat denn er eigentlich noch für Talente? Fitness ist er auf 2. Tanzen ist er auf 2. Vampirsage. Ach so, wir können doch mal wieder ein bisschen lesen, ne? Du musst aber, glaube ich, schon Band 2. Bücherei, da. Lesen. Band 2, genau. Während du, glaube ich, noch Band 1 lesen darfst. Dann bildet euch da noch mal ein bisschen weiter. Und die Lea können wir auch noch... Draco hat bei der Arbeit etwas mitgehen lassen. So ein Schlingel. Und er wurde befördert zur Qualitätssicherung. Verdient sie 7 Simoleons mehr. Gut. Gut gemacht, Draco. So, du kannst mal was kochen. Aha. Branka. Macaroni mit Käse. Das klingt doch lecker. Einzelportion reicht. Völlig. Plasmabeutelherstellung entdeckt. Und neue Pflanzen entdeckt. Okay. Was hast denn du mitgehen lassen? Dem Gesäßel. Das darfst du verkaufen. Die ist nämlich nicht so. Ich weiß nicht. Gefällt mir einfach nicht so. Und dann könntest du auch mal wieder ein bisschen lesen, ne? Band 3. Ich weiß, dass sich das Lesen anstrengt, meine Süße. Aber wer es zu Obervampiren bringen will. Ist doch Ober, oder? Großmeisterin sogar.
Hallo? Bubrona? Die Passage besagt, dass man Vampire davon abhalten kann, Sims zu beißen, indem man ausreichend Knoblauch im und ums Haus verteilt. Hendrik muss circa einer Stunde bei der Arbeit sein und Dominik auch. Ja, das sollte der schaffen. Tut mir ja leid, dass du lesen musst, meine liebe Lea. Aber es gehört zum Vampirleben dazu. Man muss sich weiterbilden. So, ihr habt noch 43 Minuten. Das heißt, ihr könnt noch ein bisschen lesen. Aber du willst noch gern Musik hören, dann darfst du das auch. So. Steck das doch mal bitte ein. Danke. Willst du noch ein bisschen tanzen dazu? Aber du hörst lieber einfach, ne? So. Oh, sie ist gar nicht mal gereizt. Okay. Mutigen Anmachspruch bei jemandem ablassen. Okay. Aber nicht beim Draku. Der ist nämlich mit deiner Freundin zusammen. Ach so, ich wollte nicht hoch. Ich wollte hier zum Graf Vladislaus. Da können wir nochmal Unterricht nehmen. Falls wir ihn finden. Die Größe des passe die Größe des Spielfensters an, indem du einfach im Fenstermodus die Ecken ziehst. Ja, ich spiele eh im Vollbild, von daher ist das kein Thema. So, Herr Graf. Wo sind Sie? Ich höre ihn. Sehr schön. Kompliment übers Haus machen, das geht immer. Tag verschönern. Vampir im Vampirtraining bitten. Genau. Dass wir da noch viel lernen. Du siehst echt nicht aus wie ein junger Erwachsener. Das muss mal gesagt werden. Clanky. What? Clanky. Art. Gorg. Glaive Narza. Vadish. Doba. Doba, genau. So, jetzt gibt's erst nochmal wieder Unterricht. Oh. Dimper Yiddish. Ha. Telepathie oder gibt's auch noch was zu sehen? Sugora! Aha, Sugora! Gebra! Sugora! Ja, das sah nicht schlecht aus, meine Liebe. Uskenara! Aha! Uskenara! Ah, Glenahosi. War's das schon? 4 Kraftpunkte haben wir wieder. Wunderbar. Wir brauchen bloß für die meisten Sachen 5. Und hier unten gibt's ja auch noch einiges mit 4 oder sogar 3. Kontrolliere die Gedanken anderer Sims. Das klingt doch nicht schlecht. So, wie weit sind wir denn eigentlich? Ja, ein bisschen weiter, aber nicht viel. Gerade mal ein Schlückchen trinken müssen. So ein leichtes Kratzen im Hals gekriegt. So, dann gehst du mal wieder heim. Wir sehen sie nirgendwo mehr. Die saust da so schnell lang. Perfekt.
Ja, Nigri, der Verzehr von schlecht zubereitetem Kugelfisch kann fatal enden. Aha, Branka. Alles ernten, bewässern, weiterentwickeln. So, ihr meine Süßen, müsst zur Arbeit. Zur Arbeit. Du ebenfalls. Zur Arbeit gehen. So ist das gut. So, du könntest hier mal ein bisschen üben. Ach so, du willst ins Bett. Okay, dann darfst du ins Bett. Du bist ja kein Geist. Du bist zwar ein Geist, aber... Einer, der müde wird. Du bist kein Vampir mehr, so. Die harte Arbeit von Lea hat sich ausgezahlt, denn die Qualität ihrer Pflanze, Plasmafruchtbaum, ist gestiegen. Wunderbar. Wieder? Wo ist sie hin? Okay, sie liest eine Runde. Du kannst noch mal was malen, meine Liebe. Erstmal deinen Durst löschen. Essen. So. Noom. Schmeckt's? Oh. Badish. Ja, sieht ja nicht schlecht aus. So, und wenn Veronica wurde befördert, verdient jetzt 9 Simoleons mehr pro Stunde und hat ein Küchenwaschbecken Umbra. Das gucken wir uns gerade noch an. Das müsste hier im Haushaltsinventar sein. Das verkaufen wir mal, dann machen wir das da rein, das ist schicker. Schmutziges Geschirr? Nein. Den können wir auch verkaufen. Slow-Motion-PC, den hat der Drago wahrscheinlich mitgehen lassen. Ein Sack voll Geld. Und den können wir doch mal da oben hinstellen, oder? Sack voll Geld macht sich immer gut. Perfekt. Na nö, da passt aber nicht so gut. Stellen wir da oben drauf. Das geht nicht. Kann man da unten irgendwo platzieren? Machen wir mal dorthin. Steht da so ein bisschen in der Ecke. Ich dachte, ich könnte hier neben dem TV... Also neben dem Fernseher platzieren. Da kann man hinpacken. So, und dann sage ich jetzt aber auch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Alltagsleben wieder mit dabei oder übermorgen im Großstadtleben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.